So, hallo und herzlich willkommen zu der eventuell letzten Aufnahme von Assassin's Creed Brotherhood. Wir waren hier stehen geblieben und können hier vorne direkt mal eben einen neuen Assassinen rekrutieren. So, rufe mal unsere Assassinen zur Hilfe. Geschafft. Okay, reden wir mit dem Mann. Die Befreiung Roms hat begonnen. Seid gesegnet, mein Herr. Ihr habt mein Leben gerettet. Erlaubt mir, euch zu folgen. Ja, okay, warum nicht? Willkommen im Team. So, in der Bruderschaft, ehrlich gesagt. Schauen wir mal kurz. Okay, ich würde sagen, wir werden uns jetzt als nächstes um den Abstergo-Agenten kümmern. Wie weit ist das weg? 300 Meter, ja, können wir mal hier den Tunneleingang benutzen, den wir im letzten Video restauriert haben. Okay, hier können wir einen Steckbrief abreißen. Trifft sich sehr gut. So, rein da. So, was müsste da... Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir da eigentlich schon relativ nah dran sind. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach da unten hin. Hier. So. Ist jetzt auch nicht so ein deutlich kürzerer Weg. Gerade eben waren es wie viel Meter? 300 irgendwas. Mal schauen, wie viel das jetzt weniger ist. Aber, ja, machen wir einfach mal. So, danach werden wir dann die Katharina-Mission anfangen. Ich weiß nicht, wie weit wir da kommen werden in diesem Video. Aber danach war es eigentlich das mit den wichtigsten Sachen, die ich euch noch zeigen wollte. Deshalb müssen wir mal gucken, wo es dann weitergeht. So, jetzt hat das Spiel uns die Markierung mal wieder weggenommen. Okay, müsste schon ein bisschen näher sein. Ja, 100 Meter. So. Also ein Templer-Agent. Kein Abstergo-Agent, ein Templer-Agent. Aber okay. Mal schauen, was das für einer ist. So genau wissen tue ich es nämlich gerade gar nicht eigentlich. Aber okay. Dann scheint es erst recht interessant zu werden. Und ihr müsst wirklich, man kann hier in Rom natürlich noch eine Menge Sachen entdecken, die ich euch jetzt nicht gezeigt habe. Dafür reichen auch, ich schätze mal, 200, 300 Videos nicht aus. Man könnte jetzt natürlich Videos stundenlang nur durch Rom reiten und sich die Stadt angucken. Aber wie gesagt, ich möchte mich eher auf die Story des Spiels beziehen. Freie Städte können wir uns auch in Skyrim genug angucken. Deshalb lassen wir es erstmal dabei. Okay. Ah ja, hier oben müssen wir hin. Okay, und hier gräbt jemand in einem Grab, wie es aussieht. Gut, reden wir mal mit ihm. Bitte, ruft nicht die Wache. Sie hätte hier begraben werden wollen. Eure Frau? Das wäre sie bald geworden. Was ist geschehen? Sie hatte ein Geschäft in Colonna. Die Bolgia übernahmen das Viertel und sie widersetzte sich. Man fand Monika mit zwei Wurfmessern im Rücken. Auf frischer Tat, okay. Lia de Russo arbeitet in der Nähe der alten Thermen. Sie muss aufgespürt und eliminiert werden. Das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Okay. Kennt ihr ihren Mörder? Man munkelt, eine Frau, die für Cesare arbeitet, irgendwo bei den alten Thermen. Geht, bevor man euch hier sieht. Eine Frau, Lia de Russo, hier seht ihr sie, Schmugglerin, auch eine Person aus dem Multiplayer. So, so, da unten haben wir auch schon die Markierung.
Runter. Runter. Okay. Und runter hier. So. Soweit so gut. Wir haben einen Taubenschlag. Okay. Gehen wir hier hoch. Schwer so verdächtig. Oh, da war sie doch, oder? Ja. Ja. Diesmal habe ich in die Arme gelaufen. Requiescat in pace. Aber okay. Haben wir es auch geschafft. Und das sogar mit voller Synchronisation. Super. Okay, und wir haben hier auch direkt einen Tunneleingang und irgendwo einen Borgia-Banner. Ah, da oben drauf, okay. Ja, hoch da. Wie auch immer man da hochkommt, hier rüber, wie es aussieht. Perfekt. Runter. Runter. So. Und rein in den Tunnel. So, müssen wir mal kurz schauen. Ja, wir müssen zur Rosa Infiori. Infiore. So ist richtig. Denn da war die erste Christina-Mission. Ja, kurz zur Erklärung. Christina Vepucci heißt sie, soweit ich das weiß. Und das ist die Person, die wir im zweiten Teil kennenlernen. Die... ja, bei der wir ins Haus stürmen und mit der wir dann eine schöne Nacht verbringen am Anfang des Spiels. Und ja, deren Vater uns aber dann aus dem Haus schmeißt. Und diese ganze Liebesgeschichte wird hier nochmal dargestellt, beschrieben, weitererzählt und so weiter. Was genau da noch so passiert, werdet ihr dann natürlich jetzt während dieser Mission erfahren. Hier, Christina-Mission. Ich würde sagen, wir machen sie einfach mal. Und wie ich finde, sind das einfach nur tiefgründige Sachen, die die Story von Teil 2 noch etwas abrunden. Das möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, ähnlich wie die... wie das Versteck von Romulus. Das will ich dann gerne noch nachliefern. So, okay. Wir reden mit ihr. Das ist übrigens Christina, wenn ich das richtig sehe, oder? Ich weiß nicht genau. Okay, wir reden auf jeden Fall mal mit ihr. Und dadurch starten wir halt diese Erinnerungssequenz. Eine verdrängte Erinnerung, die Ezio verdrängt hat, weil sie ihm Schmerz zugefügt hat. Um das mal so zu sagen. Okay. Ihr seht das. Da vorne läuft sie. In diesem ladebildartigen Darstellungen. Wir folgen ihr einfach mal. Aber wir können sie nicht einholen. Florenz. Wer ist mit dir da? Oh, sie ist hübsch. Gut, dann geh und sprich mit ihr. Einfach so? Worüber denn? Das ist egal. Weißt du, kleiner Bruder, die meisten Männer haben Angst vor schönen Frauen. Wenn du dich traust, mit ihnen zu sprechen, hast du einen Vorteil. Du musst nur improvisieren. Was? Was? Warum steht ihr so da? Oh, weil ich wollte euch fragen, was
Wie lautet euer Name? Oh, ihr werdet ihn eh nie benutzen dürfen. Aspetta, ich war noch nicht bereit. Ich wollte wirklich charmant sein und lustig. Bekomme ich eine zweite Chance? Naja. Ezio, noch ist nicht alles verloren. Sie hat dich angelächelt. Sie wird sich an dich erinnern. Nein, ich kann das noch schaffen. Ich folge ihr und finde raus, wo sie wohnt. Eine zweite Chance. Ihr seht, das Ganze spielt sich in Florenz ab, vor den Geschehnissen des zweiten Teiles. Eine zweite Chance. Christina folgen, um ihre Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Akzeptieren wir. Firenze. So, und ihr seht das, wir sind hier wirklich wieder in Florenz. Ich glaube, der Stadtbezirk ist ziemlich begrenzt. Ja, genau, seht ihr hier. Aber immerhin. Und wir haben auch die Kleidung aus. Die Kleidung an. Aus dem zweiten Teil. Ganz am Anfang. Okay, wir folgen Christina. Okay, wir tauchen hier eine Gruppe unter. Ich sehe wohl Gespenster. Er kann es ja gar nicht gewesen sein. Sicher, dass ich das nicht bin? So, laufen wir hier oben rum. Wenn wir schon können, dann nutzen wir den Vorteil natürlich auch. Ein bisschen Stalker-mäßig, muss man schon beinahe sagen. Okay, sie vermutet aber schon verfolgt zu werden, nur leider guckt sie nicht nach oben. Okay, da geht sie wieder. Dürfen wir das Drahtseil benutzen? Ja. Dürfen wir, okay. Das müssen wir ein bisschen improvisieren hier. So, hoch da. Okay, ich würde sagen, wir springen hier mal runter. Okay, perfekt. Ich sagte doch, ich bin nicht interessiert. Sie. Aber ich. Hinten anstellen. Ich glaube nicht, Amore mio. Ich werde nicht mehr länger darauf warten, dass du deine Beine freiwillig spreizt. Du räudiger Köter! Was willst du hier? Das hat nichts mit dir zu tun. Auch dir einen schönen Abend, Vieri. Ich glaube, die junge Dame fühlt sich belästigt.